Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Fokus. Ich habe wieder eine neue Aufnahme für euch gemacht und zwar beschäftigen wir uns heute mit der Ognevoi. Wie ihr schon seht, links und rechts oben, ich habe die Modstation von Wargaming installiert und wir sind grafisch deswegen ein bisschen neu aufgestellt. Ich spiele seit kurzem damit und gucke mal, ob mir das gefällt. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren drunter schreiben, ob ihr das auch in den Replays so angezeigt bekommen haben wollt oder ob ich es dafür die Replays wieder rausnehmen soll. Aber vielleicht ist in einer ein oder anderen Situation auch ganz hilfreich für euch als Visualisierung. Ja, wir sind nicht nur grafisch neu aufgestellt, sondern ich habe mir auch überlegt, wir werden inhaltlich auch bei diesem Format ein wenig was ändern. Sprich, die ganzen Vor- und Nachteile vom Schiff oder Schiffsvergleiche zu anderen Schiffen werde ich erstmal weglassen. Mal gucken, wie es bei euch ankommt. Auch da könnt ihr gerne kommentieren, was euch vielleicht fehlt oder was ihr anders haben möchtet. Das ist erstmal jetzt nur ein Versuch. Wir werden es mal so angehen. Ich gucke mal, wie wir das Format jetzt so rüberbekommen. Und werde euch ein bisschen mehr zu dem Gefecht erzählen, was ich mache, warum ich es mache, wie ich es mache. Vielleicht hilft das den einen oder anderen in den Situationen eher weiter, als wenn ich mit irgendwelchen Zahlen um mich werfe. Ja, wir fahren Zerstörer, wie ihr seht. Und wir fangen auch gleich erstmal an, fahren außerhalb des Sichtbereiches der Gegner und werfen erstmal blind ein paar Torpedos rein. Das mache ich mal ganz gerne, wenn die Torpedos geladen sind und eine entsprechende Reichweite haben. Hier für den Cap, da kann man ja sehen. Da reichen sie locker aus. 10 Kilometer Tops haben wir drauf, der Ognevoi. Erstmal blind reingeschmissen und hoffen, dass die Atago vielleicht reinfährt. So, unser Cap ist nämlich auch schon geblockt. Sprich, irgendein Gegner wird drin stehen, vermutlich ein Zerstörer. Ein Zerstörer ist rausgefahren, also haben wir es auf unserer Seite schon mit zwei Zerstörern zu tun. Die Münze sehen wir da auf der rechten Seite, knapp 9 Kilometer entfernt. Versuchen wir jetzt mal schon mal ein bisschen weiter vom Damage runterzuziehen. Die Atago fährt da vom Gegner auch sehr offensiv rein. Das könnte er gleich bereuen, wie ich vermuten könnte. Und richtig, er kassiert nämlich unsere zwei Torps, die wir vorher, wie gesagt, blind reingeworfen haben. Ja, ein bisschen Glück natürlich gehört dazu, aber man sollte auch ein bisschen spekulieren, weil wenn die Torpedos nachgeladen sind, warum lange in den Rohren drin lassen? Vielleicht doch erstmal einfach raushauen und hoffen, dass einer reinfährt. Jetzt stehen wir in unser Smoke und müssen natürlich uns auch irgendwo so positionieren, dass wir vom gegnerischen Torp nicht getroffen werden können oder sollen. Deswegen seht ihr schon, wie ich zur Position in der Smoke stehe. Zur Miyoko jetzt natürlich Breitseite. Wir bewegen uns ein bisschen vor und zurück. Erobern aber gerade im Bereich, sprich, der Gegner wird rausgefahren sein. Da kommen auch schon die gegnerischen Torps. Natürlich bin ich kurz davor rückwärts gefahren und ihr seht, unglücklicherweise hat mich jetzt auch ein Torp erwischt. Gut, kann passieren, aber keine zwei Torps. Wenn wir Breitseite gestanden haben, hätte die Runde auch für uns schon vorbei sein können. Bin ich ein bisschen vorwärts gefahren, weil ich denke, es könnte vielleicht noch der zweite Torpwerfer auf uns geworfen worden sein, aber da war nicht der Fall. Wir versuchen jetzt D zu erobern und haben den Gegner erstmal von uns weggedrückt. Sprich, Miyoko dreht ab und auch die Minst fährt einen weiten Bogen rum und jagt uns Akatsuki. Jetzt ist D wieder blockiert, sprich, der andere Zerstörer wird wieder reingefahren sein. Wir konzentrieren uns erstmal nicht weiter auf den Cap, sondern wir versuchen, unsere Akatsuki hier auf der Seite zu unterstützen und die Minst rauszunehmen. Wir versuchen, ein Schiff natürlich von uns zu helfen und zu retten. Die Minst ist auch schon auf ein Drittel runtergeschossen. Somit sollte das für uns eigentlich leichte Beute sein mit unseren Geschützen und gleich die erste Salve hat dann auch die Rest-HP von dem Minsk das Schiff erledigt. Zwei Kills, 30.000 Schaden, zwei Schiffe in Überzahl und jetzt können wir ganz entspannt diese Seite angehen. Miyoko ist auch schon sehr hart getroffen worden. Jetzt heißt es auf unserer Seite mit unserer Überzahl pushen, den Gegner-Cap einnehmen und ja, die restlichen Schiffe weiter rausnehmen auf der Seite. Jetzt sehen wir auch, mit wem wir es da zu tun haben. Und zwar ist eine Benson aufgegangen. Wir haben jetzt hier die Überzahlsituation. Miyoko sollte es gleich erledigen. Drei Schiffe gegen, mal kurz durchzählen, sieben auf unserer Seite. Also eindeutig, wir müssen hier pushen, wir müssen den Cap holen, müssen den Gegner unter Druck setzen, um unseren Leuten auf der anderen Seite zu helfen. Deswegen schießen wir auch gleich schon auf die Miyoko, weil uns nicht so viel Gefahr hier blüht. Versuchen wir natürlich den Kill mitzunehmen und auch zu gucken, dass die Miyoko hier nicht mehr abhauen kann. So, Miyoko ist raus. Wir cappen und bauen weiterhin Druck auf den Gegner. Auf beiden Seiten waren vier Zerstörer gewesen. Ein Zerstörer konnten wir jetzt mittlerweile rausnehmen. Aber auch der Gegner hat einen Zerstörer rausgenommen, also es ist noch nichts gelaufen. Wir haben den Cap auch immer noch nicht geschafft zu erobern, sind aber jetzt kurz davor.
Und jetzt dreht die Benson rein. Wir zünden Nebel und versuchen natürlich unseren Vorteil auszunutzen, dass die Mogami die Benson aufgedeckt hält. Und tauchen jetzt auch mal wieder einfach blind rein, wobei die Benson jetzt schon abdreht. Hätte man sich vielleicht einen Taufwerfer sparen können. Vielleicht bleibt sie aber stehen und sind auch hier Nebel, aber tut es uns nicht den Gefallen. Ich fahre in der Situation schon rückwärts, weil ich einfach mit den Torpedos von der Benson jetzt rechne und nutze jetzt den Berg als, ja, als Vorsprung, dass uns diese Torps halt nicht erwischen können. Fahre so weit rückwärts, dass sie nicht die Chance hatte, in diesen Bereich reinzutorpen. Und jetzt haben wir die King George vor uns. Günstige Distanz. Auf 10,6 Kilometer können wir nämlich schießen. Wir kommen nämlich mit unseren 2x2 130 mm Türmen 12 Kilometer weit, wenn wir alles ausgebaut haben. Und mit einer Nachladezeit von 5,3 Sekunden sind wir jetzt kein reines Gunboot, aber ist auch nicht so langsam ausgestattet. Und die Geschütze machen schon gut Schaden und sie zünden entsprechend auch an. Wie man hier sieht, King George brennt. Und das nutzen wir jetzt natürlich, dass wir im Nebel stehen und sie uns nicht sieht, beziehungsweise andere Gegner hat. So, den Cap haben wir jetzt geholt. Wir brauchen den Nebel nicht mehr ausnutzen. Wir versuchen jetzt mit die Benson weiter zu pushen. Unser Akatsuki ist rechts. Die Benson ist vor uns. Steht im Nebel. Wir nutzen aus, dass wir nicht sichtbar sind. Und jetzt greifen wir die einfach offensiv an. Die hat nur noch Rest-HP. Die muss raus, damit sie keinen weiteren Schaden hier anrichten kann. Der Akatsuki hat auch schon reingetorpt. Die Benson aber nicht getroffen. Und wir gehen das Ganze jetzt offensiv an. Torpedowerfer sind nämlich auch schon mehr nachgeladen. Man könnte jetzt rein theoretisch auch eine Torpedosalve reinjagen. Aber die sparen wir uns jetzt mal. Weil die Benson ist offen und hat nur noch 3200 HP. Noch eine Salve. Und die Akatsuki hat sie erledigt. Gut, den Kill hätten wir natürlich auch gerne mitgenommen. Hätten wir schon bei 4 gestanden. Aber na gut, wir teilen natürlich auch gerne. Und jetzt geht's weiter auf die King George. Die versucht jetzt nämlich den Cap zu erobern. Das wollen wir natürlich verhindern. Und tauchen jetzt einmal in die Richtung von der King George. Ja, was die Akatsuki in diesem Moment gemacht hat, weil, wie gesagt, die Benson war Low HP gewesen. Er taucht von hinten nochmal, also mehr oder weniger aus der zweiten Reihe, hat eigentlich, wenn er die Minimap gesehen hätte oder beobachtet hätte, gesehen, dass wir offensiv reinpushen. Das bringt uns natürlich jetzt wieder ein bisschen Bedrängnis. Wir müssen gucken, wo kommen die Torps. Zum Glück sind sie relativ weit gesetzt und bringen uns jetzt nicht so sehr in Bedrängnis. Aber, wie gesagt, ein bisschen mehr auf die Minimap achten und so eine Situation könnten vermieden werden. Uns hat es ins Bedrängnis gebracht und die Akatsuki hat Torpedosalven rausgeschmissen, die nicht nötig gewesen wären. Die King George tut uns nicht den Gefallen, dreht nicht in unsere Torpedos rein, sondern genau in die andere Richtung. Aber es ist egal, wir pushen sie erstmal aus dem Cap raus. Wir müssen versuchen, dass sie den Cap nicht erobert. Gleich ist sie auch raus, das wird sie dann wahrscheinlich nicht schaffen. Ansonsten würden wir nochmal auf sie feuern, damit wir den Cap resetten. Wir sehen nämlich auf der anderen Seite Richtung C, pusht der Gegner. Und wir sind schiffsmäßig nur noch mit einem Schiff in Überzahl, sprich, die Runde ist hier noch bei Weitem nicht gewonnen. Jetzt kommen hier wieder Taubs von der Seite rein. Also, unglücklich. Echt unglücklich geworfen. Also, da müssen die Leute echt drauf achten, wo schmeißen sie ihre Taubs hin. Wenn schon ein Schiff drin steht, gucken wir vielleicht nicht in diese Richtung oder bemerken diese Torpedoanzeige nicht, dass der Warner kommt. Dann haben wir vielleicht ein Schiff weniger und ist unsere Runde vorbei. Das möchten wir natürlich nicht. Ansonsten, was können wir kurz über die Ognevoy erzählen? Wir haben 16.100 Trefferpunkte und wir sind 37 Knoten schnell. Das Ganze ohne Motorboost und ohne Flaggen. Da kommen wir nochmal ein bisschen schneller voran. Mit der Flagge sind wir, glaube ich, bei 38,4 Knoten. Zu der Hauptbatterie habe ich euch eben gerade schon mal kurz was erzählt. Ansonsten, Torpedowerfer haben wir 2x5 Werfer mit einer Reichweite von 10 Kilometer und einer Nachladezeit von 92 Sekunden. Was es euch also ermöglicht, relativ schnell wieder Torps verfügbar zu haben und diese rauszuschmeißen. Die Geschwindigkeit mit 56 Knoten ist jetzt eher mittelmäßig, also ein bisschen zu vernachlässigen. Was haben wir als große Besonderheit? Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, ich habe es jetzt mir schon eingesetzt und wir haben es auch schon komplett verbraucht. Wir haben eine Reparaturmannschaft an Bord. Diese kann man mit Inspekteur bis zu dreimal einsetzen und wir sehen, das hat mir hier schon sehr viele Strukturpunkte gerettet und das wird euch auch in vielen Runden über die Runde retten, weil ich finde schon, dass diese Ognevoy-Reparaturmannschaft dem Schiff ja sehr, sehr viel hilft
und deswegen sehr nützlich ist. Ja, und seitdem ich diese Reparaturmannschaft hier auf diesem Schiff drauf habe, weil die kam nämlich erst mit einem Patch drauf, bin ich die Ognivoi erstmals wieder gefahren seit längerem. Und es ist wirklich ein deutlicher Unterschied. Also die Ognivoi macht dadurch viel mehr Spaß und kann auch viel länger im Gefecht mitwirken. Also definitiv zu empfehlen, wenn ihr in diesem Baum seid, die Ognivoi vielleicht habt liegen lassen, fahrt sie ruhig mal wieder. Das Schiff ist durchaus hat viel mehr Potenzial jetzt dadurch erhalten. Während ich euch das kurz erzählt habe, ist die Situation ein bisschen zugunsten der Gegner gewandert, weil sie haben jetzt 5 Schiffe verloren und wir haben 6 Schiffe verloren. Ich fahre jetzt gerade deswegen auch in den Cap A rein. Das finde ich jetzt gerade wichtig, dass wir wieder einen Cap haben, den wir erobern können. Wir haben jetzt nur die King George auf der Seite. Die hat uns von mir ein paar Tops wieder entgegengeworfen bekommen. Aber wir haben wieder kein Glück. Guckt euch das an. Die King George nimmt wieder keinen Torpedo mit. Deswegen jetzt die Smoke und wir beschießen sie. Wir wollen sie jetzt versuchen runterzuschießen, damit sie uns hier nicht in den Cap pushen kann. Ja, wir haben jetzt ein paar Kilometer Zeit, bis wir aufgehen im Nebel. Diese Zeit müssen wir ausnutzen. Und wir hoffen natürlich, dass unsere Torpedos in der Zeit jetzt auch nachladen. 18.000 Strukturpunkte. Uns fehlt jetzt hier natürlich ein bisschen der Support auf der Seite. Ihr seht, die Akatsuki ist weit hinten. Wir müssen es jetzt eigentlich alleine richten, aber haben zum Glück echt gleich erstmal den Cap eingenommen. Auf der anderen Seite ist jetzt in der Mitte nämlich auch schon der Gegner durchgefahren und ein B eingedrungen. Den Cap haben wir erstmal soweit und unsere Torpedowerfer brauchen jetzt noch knapp 15 Sekunden zum Nachladen. Die King George ist gleich zum Glück so dicht dran, dass wir auch mit dem Schießen aufhören können und gleich die Torpedos nochmal einsetzen können. Und dann sollte es doch endlich hoffentlich reichen. Sie hat es wirklich sehr gut gemacht. Sie ist vielen Torpedosalven ausgewichen. Aber jetzt mit den Strukturpunkten, mit dem Brand, sollte es das doch jetzt endlich reichen. Deswegen auch nur noch eine Salve raus auf die King George. Und das sieht gut aus. Ansonsten hätten wir sie jetzt final mit den Geschützen erledigt, aber das konnten wir uns jetzt sparen. In der Mitte ist der Gegner jetzt aber gerade dabei, B zu erobern. Hier sehen wir wieder diese unglücklichen Torps von der Akatsuki wieder in unsere Richtung geworfen. Wir stehen hier vorne drinne. Sie werden jetzt ausgelaufen, aber gut. Hätte nicht Not getan. So, Edinburgh hat nur noch 5300 Strukturpunkte. Wir versuchen jetzt den B-Cap zu verteidigen, haben den jetzt erstmal gerade wieder resettet und versuchen jetzt die Edinburgh natürlich zu jagen. Da müssen wir jetzt mit diesen paar Strukturpunkten, die Edinburgh hat, jetzt nicht diese große Angst haben, dass sie uns da aufs Korn nimmt. Jetzt nutzen wir auch nämlich die Inseldeckung aus, fahren ein bisschen hinter die Insel, dass sie uns nicht sieht und schießen jetzt langsam nach und nach kontinuierlich runter. Der Gegner konzentriert sich derweil unten auf C, ist da ziemlich stark gebündelt drinne. Eine Fidschi fährt jetzt gerade in D rein. Und wir müssen natürlich gucken, wir haben jetzt Schiffsnachteil und die Caps sind noch relativ ausgeglichen, beziehungsweise gleich sind sie ausgeglichen, wenn der Gegner nämlich D holt. Deswegen müssen wir jetzt bemüht sein, auch langsam Gegner rauszunehmen. Jetzt stellen wir gerade wieder auf Gleichstand und ihr seht jetzt oben auch in meiner Anzeige, die durch die Modstation kommt, wir könnten das Game in 4 Minuten 40 gewinnen, der Gegner bräuchte jetzt noch eine Viertelstunde. Es läuft also alles für uns, aber das Match ist hier noch lange nicht durch. Die Edinburgh nutzt jetzt ihre Sichtbarkeit, ist jetzt verschwunden. Aber wir nehmen natürlich die Verfolgung auf. Und da sind mit 2400 HP noch übrig. Torpedos noch vor der Edinburgh entgegen, kein Problem. Sollten wir sie doch endlich final erlegen. So, während wir die Edinburgh jetzt rausnehmen, erzähle ich euch ganz kurz nur was zu den Schiffsmodifikationen, die ich hier eingesetzt habe. Im Slot 1 haben wir nämlich Hauptbewaffnungsmodifikation 1 drinne. 1 drinne dient einfach der ja, geringeren Ausfallzeit von der Hauptbatterie und Reparaturzeit. Im Slot 2 verwende ich die Antriebsmodifikation. Ihr wisst, verbessert die Überlebensfähigkeit des Antriebs und beschleunigt dessen Reparatur. Im dritten Slot nehme ich die Zielmodifikation 1, um die Torpedos noch ein bisschen besser, schneller drehen zu können. Da kann man sicherlich auch noch was anderes nehmen, aber ich habe das jetzt drin. Im Slot 4 habe ich Steuergetriebe-Modifikation, um die Ruderstellzeit nochmal um 20% zu verbessern. Und natürlich für Zerstörer-Tarnmodifikation 1 im fünften Slot nochmal 10% Erkennbarkeitsreichweite runterdrücken. Da denke ich mal, braucht man nicht drüber zu diskutieren. Das werdet ihr alle drin haben. So, wir öffnen das Feuer auf die Charles Martel. 159 Strukturpunkte. Gefundenes Fressen eigentlich für uns.
Mittlerweile haben wir einen Kraken gemacht, 5 Kills auf unserer Seite. Wir haben gecapped, wir haben verteidigt. Ich denke mal, wir haben hier ziemlich viel für unser Team geleistet. Wir sehen im Hintergrund, fährt nämlich die Features auch schon wieder am Bären und die lassen wir jetzt aber mal schöner sein. Wir wollen nämlich die Charles Martel rausholen mit den wenigen Strukturpunkten und wir wollen C vom Gegner recappen. Das werden wir hoffentlich auch gleich machen, wenn die Charles Martel für uns wieder aufgeht, weil unsere anderen Leute können nämlich nicht mehr wirklich effektiv in den Kampf eingreifen. Ihr seht, Egle, Nelson, Akatsuki, alle weit weg von den Caps. Also müssen wir hier schon noch ein bisschen Druck machen. Und jetzt haben wir die Charles Martel rausgenommen. Das war jetzt eigentlich eine Pflichtaufgabe gewesen. Und jetzt sollten wir eigentlich gleich das Spiel haben gegen zwei gegnerische Schlachtschiffe, die weit weg sind. Holen wir uns erstmal C und warten ab, wie die Situation sich entwickelt. Deswegen ganz kurz meine Kapitänsskillungsempfehlung für einen Standard Zehner Kapitän. Ich denke mal, das ist das Klassische, was viele auf den Zerstörer fahren werden. Vorrangiges Ziel zeigt mir einfach an, wie viele Gegner auf mich zielen. Das ist für mich als Zerstörerfahrer immer sehr wichtig. Dann natürlich mittletzte Anstrengung, der klassische Zerstörer-Skill, den man definitiv nehmen sollte. Dann habe ich den Inspekteur im dritten Slot. Hier kann man sicherlich andere Alternativen wählen, aber ich habe es gemacht wegen der zusätzlichen Ladung. Ich habe es vorhin gesagt, Reparaturmannschaft auf der Ognavoi bringt euch wirklich sehr viel. Deswegen ist es bei mir der Inspekteur im dritten Slot die erste Wahl gewesen. Und im vierten Slot Tarnungsmeister nochmal drauf. Ganz klar, auch ein Pflichtskill bei den Zerstörern und deswegen die erste Wahl im Vierer-Slot. So, ich habe jetzt jeweils einen Taufwerfer auf die Warspite und auf die Tirpitz abgesetzt, in der Hoffnung natürlich beide Schiffe zu treffen. Die Tirpitz hat weniger Strukturpunkte, da würde es knapp ausreichen, wenn wir ein Torpedo unterbringen würden und vielleicht noch ein bisschen drauf schießen. Deswegen jetzt die Smoke rein und die Kanonen darauf ausgerichtet. Tirpitz mit 15.000 Torpedo noch. Wir versuchen sie ein bisschen runterzuschießen, vielleicht in Brand zu setzen. Unsere Torps sind leider daneben gegangen. In der Zwischenzeit sehen wir aber, die Punkte sind eindeutig auf unserer Seite. Caps 2 zu 2, aber die Egle fährt gleich in den D-Cap rein. Also da sind wir erstmal auf der sicheren Seite. Die Nelson hätte uns vielleicht noch ein bisschen unterstützen können. Die ist ziemlich weit außen am Kartenrand. Aber gut, ich denke mal, wir haben unsere Aufgaben im Zerstörer hier wahrgenommen und gut erledigt. Wir haben gecappt, wir haben Schiffe zerstört, auch wenn wir nicht den höchsten Schaden gemacht haben. Haben wir Cap-Punkte wieder resettet und zurückerobert. Ja, und sind unsere Aufgaben sicherlich im Zerstörer hier in der Ognavoi gerecht geworden. Jetzt endlich der Brand auf die Tirpitz. Schade, dass von kein Torp getroffen hat. Die Warspite dreht jetzt noch rein in den Cap. Die Tirpitz ist für uns gleich leider nicht mehr sichtbar. Unsere Torpwerfer wären nämlich bereit gewesen, aber hinter der Insel. Ihr seht, wir können nicht mehr auf die Tirpitz torpen. Deswegen drehen wir jetzt nochmal rückwärts und versuchen uns nochmal an der Warspite. Auf knapp 4,5 Kilometer setzen wir jetzt nochmal unsere Torps ab und hoffen, dass wir noch was mitnehmen. Jetzt hat uns die Tirpitz auch tatsächlich getorpt und wir haben Glück gehabt. Es hat zum Glück nicht ausgereicht. Natürlich habe ich vorher darauf geachtet. Wir kennen ja alle die Reichweite von der Tirpitz mit den Torps. 6 Kilometer. Nein, Spaß. Es war Glück gerade gewesen. Aber man muss auch manchmal Glück haben. Um so nun abzuschließen. Und hier versenken wir das letzte Schiff, die Warspite am Ende doch noch. Wir haben jetzt knapp 101.000 Schaden in dieser Runde erreicht mit 7 Kills und einem Basic-SP-Wert von 2.900. Und ich hoffe, euch hat diese Runde genauso viel Spaß gemacht wie mir beim Zuschauen. Schreibt mir doch einfach mal in den Kommentaren runter, wie euch jetzt so dieses Replay gefallen hat mit meinen Kommentaren. Wollt ihr es in Zukunft immer so haben, dass ich mehr Erklärungen liefere und weniger Zahlen? Das würde mich sehr freuen und ich werde gucken, dass ich das in Zukunft entsprechend berücksichtige. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge von Im Fokus. Bis bald, auf Wiedersehen, euer Sikors-Team.